Dann werden 400 PS mal 25 entfesselt. Die Ampel eingeblendet. Jetzt erloschen und guter Start von unserem Polsitter. Genau. Das hat er prima gemacht. Wasilauskas super weggekommen. Aleschin hatte da ein bisschen was Probleme. Wir schauen hier ins hintere Feld. So, und diese Kurve sehr berühmt geworden. Auch durch tragische Züge berühmt geworden. Wir achten auf die erste Schikane. Ja, und da wird schon ordentlich gerumpelt. Und das war Wasilauskas mittendrin. Ja, und jetzt kommt auch der Polsitter da richtig unter Druck. Philipp Enger hat einen sehr guten Start, auch ja. Eher mittendrin im Getümmel, also weil Wasilauskas vorne, dann zwei Red Bull Autos und da ging es aber ordentlich. Aber ab. Hallo. Hui, da hat man ja schon fast einen Überschlag befürchtet. Das ist die Startnummer 10. Das war De Marco, Nicola De Marco. Ja, für ihn das Rennen hier beendet. Das werden wir uns in der Wiederholung nochmal ansehen. Jo, und da schimpft aber einer ganz, ganz wüst. Das ist Mirko Bortolotti, der beschwert sich hier mal ganz ordentlich. Vorne nach wie vor Wasilauskas. Philipp Eng ist da noch mittendrin. Auch Andi Suschek ist mit dabei. Jetzt lässt Wasilauskas aber mal ordentlich fliegen. Er kann sich da ein bisschen absetzen. Sie sehen auch schon diese Durchschnittsgeschwindigkeiten hier sehr hoch. Die Curbs sehr flach, laden ein zum drüberfahren und das muss man hier auch. Oho, und der Wasilauskas, der wärmt nicht seine Reifen auf, wie Sie es vielleicht teilweise aus der Formel 1 kennen. Er hat einfach versucht, den Dreck abzuschütteln. Ach, da fährt einer geradeaus und das Safety Car kommt auf die Strecke. Also, Safety Car wird uns eingeblendet von der Rennleitung. Tja, und die Natascha Gachnang war diejenige welche, die sich verbremst hatte. Aber deshalb kommt das Safety Car definitiv nicht auf die Strecke, nee. Sondern hier. Das wegen dieser Szene hier. Weil da hat es natürlich auch noch einige andere erwischt bei diesem Crash. Das werden wir gleich mal auseinanderdröseln. Da haben wir Dr. Jonathan Palmer, den Organisator der Serie. Oh, das ist Hegewald. Ja, Hegewald war da auch mit verwickelt. Einer hat auf jeden Fall mal angezuckt. Das war die Startnummer. Das müssen wir gleich nochmal sehen. Da wird es auch noch was wegen Frühstart geben. Wir schauen rein ins Feld. So, ganz außenrum versucht es Philipp Eng. Ja, das ist gut weggekommen. Also hat da Plätze gut gemacht. Ja, einer der Red Bull Junioren. Der hat da mächtig Platz verloren. Jetzt achten wir in die Mitte des Feldes. Da müsste es jetzt gleich losgehen. Ja, hier geht noch alles gut. Ist gar nicht zu erkennen. Ah, das war auch erst die nächste Kurve. So ist es. Da hinten geht es jetzt schon zum Teil über das Gras, aber hier wird es ja, dann... Ja, ja. Okay. Oh, ja, ja, ja. Upsala. Mhm. Gut, da waren einfach drei nebeneinander. Eigentlich kann man also wirklich keinem richtig die Schuld geben. Da war der Überschlag. Ups, da war er doch noch. Deshalb ist das Safety Car rausgekommen. Ja. Huhuhuhu, schon der zweite Überschlag. De Marco Sauer natürlich hier. Ja, der zweite Überschlag nach Oschersleben. Richtig. Philipp Eng war damals derjenige welcher, der sich überschlagen hatte. Nichts passiert hier. Tobias Hegewald, der aus dem Auto rauskommt. Sieht aber auch so aus, als ob er okay ist. Ja. War das sein Fahrzeug, was sich überschlagen hat? Und war das... Ja, das war Hegewald, glaube ich. Ja, da kommt, ist einer an der Box, das ist Schuss. Mhm. Julien Schuss, einer der Kandidaten noch auf einen der vorderen Plätze. Hier nochmal zu sehen, ja. Ja, das war Hegewald, der es hier überschlagen hat. Also, würde ich mal sagen, klassisch die Räder ineinander verkehrt.